Hallo, liebe Mädchen und Jungen. Hallo, ihr Lieben. Da sind wir wieder. So schnell vergeht eine Woche. Heute hören wir, wie es mit dem Jona weitergeht. Erinnert euch vielleicht noch, dass der Jona vor Gott davongelaufen ist und ja, die Männer haben ihn dann schließlich von Bord des Schiffes geworfen und Jona kam dann in den Bauch des Fisches und betete. Und heute hören wir, wie das Ganze weitergeht. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, der die Welt und uns geschaffen hat, im Namen seines Sohnes Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist, und im Namen des Heiligen Geistes, der dafür sorgt, dass wir in Frieden miteinander leben können. Amen. Amen. Wir singen ein Lied, das wir schon einmal gesungen haben, Hallelu, Hallelu. Das ist dieses Lied mit den verschiedenen Sprachen. Das sage ich dann aber immer zwischendrin. Preist den Herrn oder praise be the Lord, auch aufstehen. Halleluja, 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 praise be the Lord. Französisch, Gloria Seigneur. Halleluja, 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 Gloria Seigneur. Halleluja, 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 Gloria Seigneur. Gloria Seigneur, Halleluja, Gloria Seigneur, Halleluja, Gloria Seigneur, Halleluja. Jetzt griechisch Doxa Theou. Halleluja, 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 Doxa Theou. Halleluja, 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 Doxa Theou. Doxa Theou, Halleluja, Doxa Theou, Halleluja, Doxa Theou, Halleluja, Doxa Theou. Noch lateinisch, Gloria Deo. Halleluja, 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 Gloria Deo. Halleluja, 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 Gloria Deo. Gloria Deo, Halleluja, Gloria Deo, Halleluja, Gloria Deo, Halleluja, Gloria Deo. Von Heidi die Geschichte. Gott hörte das Gebet und befahl dem Fisch: Schwimme ans Ufer und spucke Jona wieder aus. Und Gott sprach noch einmal zu Jona: Geh nach Ninive, geh in die große weltbekannte Stadt und sag dort zu den Menschen: Ich kann nicht länger mit ansehen, wie gemein, wie verdorben, wie böse ihr seid. Ihr unterdrückt die Armen, ihr quält die Tiere, ihr missgönnt einander jeden Bissen. Ein schreckliches Strafgericht wird über die Stadt Ninive kommen. Jetzt gehorchte Jona und wanderte nach Ninive. War das eine große Stadt? Man brauchte 3 Tage,
um von einem Ende zum anderen zu kommen. Jona stellte sich in den Straßen und an den Plätzen auf und rief: So spricht Gott, ich kann nicht länger mit ansehen, wie gemein, wie verdorben, wie böse ihr seid. Ihr unterdrückt die Armen, ihr quält die Tiere, ihr missgönnt einander jeden Bissen. Ein schreckliches Strafgericht wird über die Stadt Ninive kommen. Als die Menschen in Ninive das hörten, erschraken sie. Der König stieg von seinem Thron, zog den prunkvollen Königsmantel aus, hängte sich das Trauergewand aus grobem Stoff um und setzte sich auf einen Aschenhaufen. Er tat das, um zu zeigen, dass er seine Sünden bereute. Dann ließ er durch Ausrufer in der ganzen Stadt verkünden: Befehl des Königs, niemand darf essen, niemand darf trinken, alle sollen das Trauergewand anziehen und zu Gott beten. Hört auf, Unrecht zu tun, fangt ein neues Leben an. Vielleicht vergibt uns Gott unser Unrecht und das Strafgericht wird nicht kommen. Ja, ihr Lieben, da hat Gott doch tatsächlich das Gebet von Jona gehört und der Fisch hat ihn wieder ausgespuckt. Aber von wegen, Jona kann jetzt machen, was er will. Gott gibt ihm den gleichen Auftrag noch einmal. Ich glaube, das habt ihr alle schon mal gehabt. Ihr bekommt einen Auftrag, zum Beispiel, bring mal den Müll runter. Und ihr sagt, nö, kein Bock. Dann kann es schon mal passieren, dass Mama oder Papa gesagt hat, nee, so nicht. Geh auf dein Zimmer und überleg dir mal, was du da tust. Und wenn du dich besonnen hast, dann kommst du wieder und dann schauen wir mal. Ja, und wenn ihr dann wieder aus dem Zimmer entlassen seid, dann ist es doch nicht selten so, dass er den gleichen Auftrag nochmal kriegt. Also es ist nicht so, dass ihr beim ersten Mal sagt, nee, ich will das nicht und dann seid ihr diesen Auftrag los. So ist es meistens nicht. Ihr müsst den Müll dann doch runterbringen, um eben einfach zu lernen, dass man manchmal auch Dinge tun muss, die, ja, wo man dann eben mitunter auch keine Lust zu hat. Und so ist es dem Jona eben auch ergangen. Gott hat ihn dann wieder nach Ninive geschickt und diesmal hat er es dann auch gemacht. Er durchwandert die Stadt, eine große Stadt. Ja, wenn wir heute durch Köln wandern würden, dann bräuchten wir auch eine ganze Zeit, wenn wir zu Fuß gehen, ja, vielleicht auch mehrere Tage, bis wir alle Stadtteile durchwandert hätten. Und so war das hier auch. Und Jona stellt sich auf die Straßen und Plätze und sagt, jetzt ändert euer Leben, sonst geht es euch schlecht. Dann wird Gott nämlich die Stadt bestrafen. Und die Menschen machen das. Die Menschen hören auf Gott. Und noch besser, selbst der König hört auf Gott. Er steigt vom Thron, bindet sich ein schwarzes Gewand um und setzt sich in die Asche zum Zeichen dafür, dass er ja wirklich bereut, dass es ihm leid tut, was er so da verbrochen hat. Und die Menschen machen das auch. Ich glaube nicht, dass der Jona damit gerechnet hat. Der hat wahrscheinlich gedacht, so, den halte ich jetzt mal so eine richtige Strafrede und dann wird Gott die Stadt vernichten. So kommt euch das doch manchmal auch vor. Wenn ihr von
von Papa und Mama so richtig runtergeputzt werdet, dann seid ihr wütend oder traurig. Aber die Frage ist, macht ihr dann auch, was gesagt wird? Ich denke meistens doch. Und das hat der Jona erfahren müssen. Die Menschen haben eben nicht trotzig reagiert und haben gesagt, Gott kennen wir nicht, interessiert uns nicht, wir erleben so weiter. Nein, sie haben tatsächlich aufgehört, böse zu sein. Und selbst der König. Das finde ich so toll an dieser Geschichte. Ja, denn viele Verantwortlichen, die kümmern das überhaupt nicht, ja, wenn irgendwo was gesagt wird. Lass doch das, die einfachen Leute das machen, was haben wir damit zu tun? Wir betrügen weiterhin, ziehen den Leuten das Geld aus der Tasche. Nein, dieser König, der war tatsächlich Vorbild für die Menschen. Und deswegen ist es den Menschen wahrscheinlich auch so leicht gefallen, ihr Leben zu ändern. Und das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn das bei uns auch so wäre, dass gerade die, die was zu sagen haben, ihre Fehler einsehen. Aber darum geht es nicht direkt. Es geht darum, dass wir auch merken, wenn wir was falsch gemacht haben. Und wir machen alle was falsch, Heidi und ich auch. So, wir müssen, wenn wir abends ins Bett gehen, auch darüber nachdenken. Mensch, haben wir heute alles richtig gemacht? Haben wir uns unseren Kindern gegenüber, die ja fast erwachsen sind, richtig verhalten? Also diese Gedanken machen wir uns heute noch und das ist auch gut. Und wenn wir dann merken, dass wir irgendwas nicht richtig gemacht haben, dann können wir Jesus darum bitten, dass er uns das vergibt. Und dann wissen wir auch, dass es uns besser geht, weil wir uns damit nicht mehr umschlagen müssen. Ja, und das will uns diese Geschichte sagen. Wenn wir merken, dass wir was falsch gemacht haben, dann können wir das Jesus sagen. Und der hat immer Zeit für uns. Und wenn wir ihm dann das gesagt haben, dann merken wir auch, dann geht es uns besser. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr das merkt, dass es euch besser geht, wenn ihr da irgendwo auch mal was loswerdet, was euch bedrückt. Das könnt ihr Jesus alles sagen. Und das ist das Tolle an der Geschichte. Und ob der Jona das auch so gesehen hat, ja, da bin ich mal gespannt. Ob der auch gesagt hat, ja, das ist gut, dass Gott die Stadt eben, ja, ob er sie nun verschont hat oder nicht, das lassen wir einfach mal offen. Amen. Jetzt singen wir das Lied weiter, was wir letzte Woche schon gesungen haben, Geh, geh nach Ninive. Und da lernen wir die ersten beiden Strophen kennen. Wir singen den Kehrvers und dann liest die Heidi immer die Strophen vor. Und dann singen wir die, sodass ihr die lernen könnt. Geh, geh nach Ninive, Jona macht dich auf den Weg. Sage dort den Menschen, euer Leben ist nicht okay. Geh, geh nach Ninive, du hast keine andere Wahl. Sage dort den Menschen, Gottes Strafe kommt in jedem Fall. Bis dahin singen wir das erstmal. Geh, geh nach Ninive, Jona macht
ist nicht okay. Geh nach Nineveh, du hast keine andere Wahl. Sage doch den Menschen, Gottes Strafe kommt in jedem Fall. Gott bat Jona, geh hinaus, mein Prophet bist du ab heut. Doch Jona machte sich nichts draus, zum Gehorsam war's noch weit. Gott bat Jona, geh hinaus, mein Prophet bist du ab heut. Jona machte sich nichts draus, zum Gehorsam war's noch weit. Das singen wir nochmal, dann haben wir die Melodie auch. Gott bat Jona, geh hinaus, mein Prophet bist du ab heut. Doch Jona machte sich nichts draus, zum Gehorsam war's noch weit. Geh nach Nineveh, Jona mach dich auf den Weg. Sage laut den Menschen, ist nicht okay. Geh nach Nineveh, du hast keine andere Wahl. Sage doch den Menschen, Gottes Strafe kommt in jedem Fall. Gott verlangte ziemlich viel, sein Auftrag, der blieb wahr. Die Menschheit retten war sein Ziel, das war Jona noch nicht klar. Gott verlangte ziemlich viel, sein Auftrag, der mir war. Menschheit retten war sein Ziel, das war Jona noch nicht klar. Das machen wir nochmal. Gott verlangte ziemlich viel, sein Auftrag, der mir war. Die Menschheit retten war sein Ziel, das war Jona noch nicht klar. Geh nach Nineveh, Jona mach dich auf den Weg. Sage doch den Menschen, Leben ist nicht okay. Geh nach Nineveh, du hast keine andere Wahl. Sage doch den Menschen, Gottes Strafe kommt in jedem Fall. Ja, da gibt es noch eine dritte Strophe zu. Die lernen wir dann nächste Woche. Und wir wollen miteinander zu Jesus beten. Bereit sind meine Augen und meine inneren Augen. Bereit sind meine Ohren und meine inneren Ohren. Bereit ist mein Mund und mein Mund, der zu dir spricht. Bereit sind meine Hände, die mir anderen reichen wollen. Bereit ist nun mein Herz. Ich bin jetzt bereit, Jesus, für dich, mein Freund. Jesus, wir danken dir, dass dein Vater die Stadt Nineveh verschont hat. So viel sei schon mal vorweggenommen. Und es ist gut, dass du immer wieder uns zeigst, was wir falsch gemacht haben und dass du uns das vergeben willst. Die Menschen in Nineveh haben ihr Leben tatsächlich geändert. Und auch der König hat das gemacht. Das ist toll. Weil sie gemerkt haben, wenn wir das nicht tun, dann geht es uns schlecht. Sie wussten, dass du da bist, dass du ihnen zeigst, was sie falsch machen und dass du ihnen vergeben willst. Gib, dass wir das genauso machen. Dass wir, wenn wir was falsch machen, es dir sagen und dass du dann sagst, es ist in Ordnung, quält euch nicht mehr damit rum. Ihr habt es mir ja gesagt. Gib, dass wir merken, wie gut du es mit uns meinst. Und danke, dass du immer Zeit für uns hast. Jetzt wollen wir zu dir beten, wie du uns beigebracht hast. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt wollen wir Gott um seinen Segen bitten. Der Herr sei über uns wie die Sonne und der Mond. Der Herr sei hinter uns, dass wir keine Angst haben müssen. Der Herr sei vor uns, dass wir den richtigen Weg finden. Der Herr sei rechts und links neben uns, dass wir spüren, dass er da ist. Und der Herr sei unter uns, dass wir nicht über Steine stolpern. So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.